Im Hafen von Bristol setzten Schiffszimmerleute die alte Brigg Ciudad de Inca instand. Sie wurde 1858 in der Nähe von Barcelona erbaut und gilt heute als der älteste noch segelnde rar getakelte Windjammer. Einige segelbegeisterte Engländer hatten den abgetakelten Rumpf des Schiffes 1980 in Malaga ausfindig gemacht. Sie ließen das Schiff restaurieren und nach alten Plänen neu takeln. In seinen jungen Jahren fuhr der Segler in die Karibik und nach Südamerika. Später wurde das Fahrtgebiet kleiner. Nordafrikanische Häfen waren die neuen Ziele, bis Dampfer den Segler auch von dort verdrängten. Zuletzt fuhr das Schiff im Mittelmeer zwischen den Inseln der Balearen. Der Fluss Avon ist bei Niedrigwasser nur ein schmales Rinnsal. Wenn aber die Flut in den Bristol-Kanal drängt, steigt der Wasserspiegel um mehr als 8 Meter. Dieser Gezeitenhub ermöglicht Arbeiten am Unterwasserschiff. Auf einer mehr als 100 Jahre alten Anlage ist der Rumpf trockengefallen. In der Zeit bis zur nächsten Flut säubert die Mannschaft den Schiffsboden, streicht ihn neu an und erledigt kleine Reparaturen. Um auch den schwersten Stürmen zu widerstehen, müssen die Segel auf Risse und lose Nähte überprüft werden. Dennis, der Segelmacher, flickt beschädigte Stellen, bevor das Segel wieder angeschlagen wird. Die Sailors müssen kräftig ziehen, um das schwere Tuch auf die Rah zu hieven. Der Segelmacher entert auf, um selbst das Segel zu befestigen. Keine leichte Arbeit in schwindelnder Höhe. Das Schiff trägt an seinen beiden Masten unter Vollzeug fast 800 Quadratmeter Segeltuch. Wie vor 100 Jahren sind die Segel auch heute noch aus Naturfasern und nicht aus Kunststoff. Das trägt zwar sehr zum authentischen Äußeren des Seglers bei, das Material ist jedoch wesentlich weniger beanspruchbar als modernes Tuch und bedarf daher auch besonders sorgfältiger Pflege. Der Segelmacher gehört deshalb zu den wichtigsten Männern an Bord. Auf der Rah knoten Dennis und sein Gehilfe das Segel mit kräftigen Bänzeln am Jackstag fest. Die Knoten müssen gut halten, um auch den Belastungen schweren Wetters zu widerstehen. Am Heck der Ciudad de Inca sind die Arbeiten inzwischen so weit fortgeschritten, dass die geschnitzten Ornamente wieder angebracht werden können. Wasser und Proviant sind bereits verstaut. Jetzt wird das Beiboot an Deck gehievt und festgezurrt. Eine Stunde vor Hochwasser heißt es, Leinen los. Die Ciudad de Inca löst ihre letzte Verbindung zum Land. Es wird lange dauern, bis das Schiff wieder in englische Gewässer kommt. Der Fluss Avon hat sich in Jahrmillionen Jahren tief in die Felsen eingegraben. An seiner engsten Stelle bei Clifton überspannt eine der ersten eisernen Hängebrücken die Schlucht. Bei Hochwasser beträgt die Durchfahrtshöhe 75 Meter. Genug Platz also für die 26 Meter hohen Masten der Inka. In gemächlicher Fahrt geht es mit Maschinenhilfe flussabwärts. Die Ciudad de Inca nähert sich der offenen See und die Männer entern auf, um die Segel seeklar zu machen. Don't
Nur mit Muskelkraft, über Blöcke und Talien, werden die Raaen hochgezogen und die Segel gesetzt. Dabei müssen alle Mann mit anpacken. Die erste Seebrise erreicht das Schiff und allmählich nimmt die Ciudad de Inca Fahrt auf. Auf diesen Moment hat der Rudergänger lange gewartet. Das Schiff segelt unter britischer Handelsflagge. Sein Heimathafen ist die Kronkolonie Gibraltar. Der Wind kommt von der Backbordseite. Bei seitlich einfallendem Wind ziehen auch die Starksegel gut. Das tägliche Deckschrubben gehört zum Leben der Seeleute. Damit das Holz nicht austrocknet, müssen die Planken nass gehalten werden, sonst springen die Decksnähte auf und das Schiff wird undicht. Stets raucht der Schornstein über der Kombüse und kein Kommando wird so schnell befolgt wie der Ruf zum Essen fassen. Unter Deck im alten Laderaum hat sich nicht viel verändert. Ein paar Tische und Bänke sind das einzige Mobiliar. Der Koch hat alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Sailors satt zu bekommen, bevor es wieder an die harte Arbeit an Deck geht. Die Küste ist schon lange außer Sicht. Jetzt füllt ein starker Nordwestwind mehr und mehr die Segel. Unter dem zunehmenden Winddruck neigt sich das Schiff zur Seite, die Verbände knarren, die See gurgelt, rauscht und schlägt gegen die Bordwand. Jetzt werden alle Mann an Deck benötigt, um die Segel zu trimmen. Die 12 Seeleute an Bord der Ciudad de Inca sind in 3 Wachen zu je 4 Mann eingeteilt. Der Dienst wechselt rund um die Uhr im 4-Stunden-Takt. In kritischen Situationen und bei größeren Manövern müssen alle Mann anpacken. Das ist kein Kinderspiel. Besonders wenn das Schiff auf den hohen Wellenkämmen mit weit ausholenden Bewegungen reitet. John steht am Ruder. Er soll 240 Grad am Kompass steuern. Bei diesem Kurs haben wir den Wind genau von Achtern. Dennis, der Segelmacher, arbeitet am Brickbaum. Dabei balanciert er wie ein Artist hoch über der rauschenden See. Sobald Dennis wieder feste Planken unter sich hat, macht er sich ans Spleißen und Knoten des Tauwerks. Das Schiff ist die Frau des Seemanns. Soll sie schön sein, braucht die Inka viel Farbe. Die Freiwache hat nun wieder Ruhe bis zum nächsten Manöver. Der Abstand zur Küste ist inzwischen so groß geworden, dass sich eine hohe See aufgebaut hat. Das Schiff rollt in der Dünung und spätestens jetzt wird der typischen Landratte schlecht. Der Kapitän will den guten Wind ausnutzen und lässt die Lehsegel setzen. Der Segelmacher und ein Matrose legen diese Zusatzsegel an Deck bereit und prüfen noch einmal alle Leinen, mit denen die Segel aufgeheißt werden. Bereits bei wenig Wind ist es nicht einfach, die Segel in die richtige Position zu bringen. Bei diesem Starkwind und dem hohen Seegang braucht es Kraft und Geschick gleichermaßen, damit sich nichts vertörnt.
Mit prüfendem Blick begleitet der Segelmacher von der Ra aus das Manöver. Für Dennis ist das kein besonderer Balanceakt, sondern Routine. Bei dem gewaltigen Seegang und unter dem enormen Druck der vielen Segel ist das Schiff nur schwer auf Kurs zu halten. Schon ein kleiner Steuerfehler kann die Brigg querschlagen lassen und sogar zum Kentern bringen. Täglich um 9 und um 12 Uhr misst der Kapitän mit einem Sextanten den Winkel zwischen Sonnenstand und Horizont. Mit diesen Messungen und der genauen Uhrzeit lässt sich die Position des Schiffes exakt bestimmen. Im Kartenraum wertet Kapitän John Adams seine Messungen aus. Das nautische Jahrbuch enthält Tabellen mit sämtlichen Sonnenwinkeln für jeden Tag und jede Stunde des Jahres. Mit Hilfe eines weiteren Tabellenbuches berechnet John Adams die Position des Schiffes und trägt sie anschließend mit Hilfe von Stechzirkel und Kurslineal auf der Seekarte ein. Die Ciudad de Inca segelt weiter vor dem Wind und hat dabei am Vortop auf beiden Seiten die Lehsegel gesetzt. Die Starksegel zwischen den Masten sind geborgen, da sie bei diesem Kurs keinen Vortrieb bringen. Das Schiff macht mehr als 9 Knoten Fahrt. Das sind umgerechnet fast 17 Kilometer in der Stunde. Auf dem Vorschiff trocknen Dill und John ihre mit Meerwasser gewaschene Wäsche. Ob der frische Wind wohl die Salzkristalle aus dem Gewebe bläst? Im Vorschiff befindet sich das ursprüngliche Mannschaftslogis. Die Kojen sind fest eingebaut und in der Mitte steht ein großer Tisch. Bis auf die Schiffsbewegungen, die vorne besonders heftig zu spüren sind, ist es im Vorschiff recht gemütlich. Und die Freiwache kann sich bei Bier und Lektüre von der harten Arbeit erholen. Die leichter gebaute Bark Marquess, auch ein Oldtimer, die schon seit Tagen der Ciudad de Inca wie ein Schatten folgt, kommt am Morgen auf. Eine Böe hat das Schiff in der Frühe hart getroffen. 2 Lehsegelspieren waren dem Druck nicht gewachsen und sind weggeknickt. Dennis, John und Fred haben alle Mühe, die ausgewehten Lehsegel zu bergen. Ein paar Hände mehr wären jetzt willkommen. Es sind zu wenig Reservespieren an Bord und John, der Schiffszimmermann, versucht nun zusammen mit dem Segelmacher die gebrochenen Stücke wieder zusammenzufügen. Auch dies gehört zu den notwendigen und immer mal wieder anfallenden Arbeiten auf einem Segelschiff.
Nach 10 Tagen auf hoher See dreht der Wind auf Ost. Wir drehen mit. Bei dem achterlichen Wind rollt der Segler gefährlich von der einen auf die andere Seite. Das harte Segeln beansprucht die Masten, das Tauwerk und das Tug bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Nur Klipperkapitäne gingen so mit ihren Schiffen um. Täglich legen wir zwischen 160 und 190 Seemeilen zurück. Das sind etwa 300 bis 350 Kilometer. Der Bootsmann hat am Heck Schleppangeln ausgelegt. Wenn die Fische sich den Köder schnappen wollen, müssen sie sich beeilen, um mit der rauschenden Fahrt der Inka mitzuhalten. Einem schnellen Raubfisch gelingt es schließlich. Er wird wohl zur Bereicherung des Speiseplanes beitragen. Nach dem Mittagsbesteck vom 17. Januar sind es nur noch 385 Seemeilen bis zur Karibikinsel Antigua, dem ersten Etappenziel. Am Abend des 19. Januar tauchen die Berge von Antigua an der Kim auf. Kapitän Adams führt die Brigg unter Segeln bis zum sogenannten englischen Hafen. Alle freuen sich auf den Landgang. Die Insel Antigua war lange ein Stützpunkt der britischen Flotte. Der englische Seeheld Lord Nelson war von 1784 bis 1787 hier stationiert. Am Hafen sind nahezu alle Bauten der alten Garnison erhalten geblieben. Noch heute wird die Anlage Nelson's Dockyard genannt. Auch unser Begleitschiff Marquess hat den Hafen erreicht. Etwas aus der Zeit von Lord Nelson ist mit den beiden Seglern wiedergekommen. Dennis Ord, Segelmacher auf der Inka, fühlt sich ganz auf britischem Boden, wenn er endlich Zeit für den lang ersehnten Landgang hat. Es ist auffällig, dass man in dem kleinen Hauptstädtchen St. John's nur Schwarze sieht. Von der indianischen Urbevölkerung und den europäischen Kolonisatoren keine lebendige Spur. Die Kathedrale auf der höchsten Erhebung der Stadt ist ein Zeuge aus der Kolonialzeit. Auch heute noch werden die Schiffe Antiguas aus Holz gebaut. Der Aufenthalt auf der Insel wird zu notwendigen Überholungsarbeiten genutzt, die besonders auf hölzernen Segelschiffen eine Überlebensnotwendigkeit sind. Undichte Decksnähte werden aufgestemmt, mit Werg gestopft und dann kalfatert. Neues und altes Tauwerk muss gespleist und gekledet werden, um bruch- und zugfest zu bleiben. Auch die Stahldrähte brauchen Pflege. Die abgeblätterte Farbe wird abgekratzt, es wird geschmirgelt und schließlich wird das Überwasserschiff angestrichen. Vor allem in den schwer zugänglichen Ecken des Schanzkleides. In der aufwendigen Takelage der Inka muss ständig etwas repariert werden. Der hohe Verschleiß im Rigg ist einer der Gründe, warum Segelschiffe nicht mehr wirtschaftlich fahren können. Am 17. April werden wieder die Segel gesetzt. Die Marquess und die Inka sollen an der amerikanischen Großseglerregatta teilnehmen, die in den Norden nach Halifax führt. Erstmals sind alle Kojen auf beiden Schiffen belegt. Als zahlende Kadetten fahren junge Leute von den Westindischen Inseln, aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada mit, die so eine abenteuerliche und romantische Heimreise erleben können. Schönes Wetter und günstige Winde tragen die Inka rasch nordwärts. Die schwierigen Arbeiten und die Ruderführung auf dem hochgetakelten Schiff erledigt die Stammcrew. Unerfahrene Kadetten sind nur zum Tauziehen und für Wartungsarbeiten zu gebrauchen. Aber von dieser Arbeit gibt es genug an Bord. Der Chief Mate fühlt sich auf seiner Kadettenbrigg sichtlich wohl,
kann er doch mit den zusätzlichen Leuten die vielen Segel noch öfter trimmen und der Stammcrew mehr Zeit für die Freiwachen lassen. Auch der Wachführer David lacht unter seinem Robinson-Hut. Er freut sich wohl über den leichter gewordenen Dienst. Der Segelmacher Dennis hat endlich Zeit, sich auszuruhen und spielt den Opa in der Hängematte. Je weiter die Inka in das Sargasso-Meer vordringt, umso spärlicher wird der Wind. Jede noch so schwache Brise wird genutzt. Vom ständigen Umbrassen bekommen die Neuen an Bord ordentliche Schwielen an den Händen. Schließlich liegt das Schiff vollends in der Flaute fest. Und wer weiterkommen will, muss schwimmen. Die alten Seeleute glaubten, dass im Sargasso-Meer Ungeheuer dort festsitzende Schiffe in die Tiefe zögen. Dieses Ungeheuer ist ein Wal. Vielleicht will er aus dem badenden Philipp einen Jonas machen. Neugierig nähert sich das gewaltige Tier dem Schiff. Endlich kommt Wind. 4 Beaufort aus Südosten. Raumschutz, das heißt schräg von hinten. Mit diesem Wind läuft die Inka besonders gut und ruhig. Und sie kann wieder die Lehsegel setzen. Unter Vollzeug geht es flott voran. An Bord ist wieder Segelroutine eingekehrt. Dennis hat, wie immer, viele Segel zu flicken. Einer geht Ausguck. Und die Freiwache, ob Stammcrew oder Zeitseemann, muss sich damit abfinden, dass es zum Waschen nur Seewasser gibt. Es geht eben nichts über eine gute Naturdusche. Zwanzig Minuten vor Wachbeginn werden die schlafenden Sailors aus den Träumen gerissen. Es bleibt wenig Zeit zum Anziehen. Von Frühstück keine Rede. Unsere Seeleute scheinen die wenigen Minuten vor Wachbeginn noch im Halbschlaf zu verbringen. Äußerst ungern lassen sie sich aus den Hängematten treiben, in denen es sich so angenehm schaukeln ließ. Doch der Dienst ruft und die Wacheinteilung ist unerbittlich. Da sich das Schiff den kälteren nördlichen Breiten nähert, muss sich die Mannschaft wieder wärmer kleiden und gegen die feuchte kalte Luft auch das Ölzeug überziehen.
Nördlich des 42. Breitengrades verschlechtert sich die Sicht. Dichter Nebel ist aufgezogen. Für den Rudergänger heißt das nun, mit äußerster Vorsicht zu navigieren. Der Ausguck auf der Back muss ständig Nebelsignale geben. Zu sehen ist fast nichts. Wie ein Gespensterschiff taucht die Bark Marquess aus dem Nebel auf. Nur wenige Schiffslängen von der Inka entfernt. Dicht unter der Felsenküste vor Halifax werden die meisten Segel aufgegeiht und das Schiff zur Rede gesteuert. Erst am Ankerplatz erhalten die Männer die Nachricht, dass die Marquess nach ihrer letzten Begegnung mit der Inka vor wenigen Tagen 80 Meilen nördlich der Bermudas in einer Sturmböe gekentert ist. Das Schiff muss sehr rasch gesunken sein. Es nahm Kapitän Stuart Finley, seine Frau, ihren 18 Monate alten Sohn und 16 junge Männer von der Besatzung mit in die Tiefe. Nur 9 Mann konnten von einem polnischen Schoner gerettet werden. Die Ciudad de Inca hat eine lange Reise glücklich überstanden. Doch keiner von der Stammbesatzung kann sich darüber so recht freuen. Sie alle hatten gute Freunde auf der Marquess und die meisten sind schon auf ihr gesegelt. Sie wissen, dass auch sie hätten Opfer einer solchen Tragödie sein können. Ein letztes Mal entert die Crew auf, um alle Segel zu bergen und festzuzurren. Da von jetzt an mehrere Hafentage zu erwarten sind, können sich die Männer Zeit für diese Arbeit nehmen. Die Ciudad de Inca hat ihren Liegeplatz auf der Reede von Halifax erreicht. Alle Segel sind geborgen, die Leinen sind gut belegt. Der Anker fällt, die Reise ist zu Ende. Up and down.